It's me! Red Dead Redemption. ja, Leute, wir sind wieder am Start mit meinem Pferd, meinem Affen und einer alten Knarre. Und wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Was soll der Scheiß? Ich habe einfach, das letzte Mal habe ich ja versucht abzuspeichern, aber langsam dämmert es mir, wenn man quasi in einer Mission abspeichert, dann muss man die Mission, also nicht in, also wenn man in einer Mission einfach rausgeht, dann muss man die Mission logischerweise nochmal neu machen. Da das aber eh am Anfang der Mission war, ist das kein Problem. Ich bin kurz wieder dahin geritten, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich zu Irish. Und wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo ich Irish hinterher reiten muss und ein bisschen mit ihm plausche, sozusagen. Ist ja ein bekanntes, eine bekannte Gameplay-Mechanik. John Marston. Schön an dem Spiel ist, ich muss eigentlich gar nicht so viel sagen, weil die Charaktere dauernd reden. They was my only friends in the world, and boy am I glad to see them bastards dead. We all met on the boat over a few years back, we did. Thick as thieves ever since, and that right there was the problem. Is it normal for friends in Europe to drown each other? Never trust a Welshman, he always told me, and he got his throat slit, so he should know. The kind of fellas who will steal an acorn from a blind sow and then kick her for squealing. And as for that French bastard, he didn't sound very French. Not for now. The thieving bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we blast in there. They'll be irgendwie das Gefühl, mein schwarzes Pferd war schneller als das hier. Was sein? You best not be lying to me. Listen, fella, I didn't ask for your help back there. I don't owe you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. You don't know who you're dealing with here. Irish, I've met enough men like you to last me a lifetime. Go. Ja, die beiden, einfach beide so kleine Alpha-Tiere, wobei ich sagen muss, Irish war gerade kurz vorm Tod, also insofern ein bisschen mehr Dankbarkeit. What about you helping me out? I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, fella. Trust me. Okay, ich soll ein Maschinengewehr da finden. Vermutlich wäre es besser, wenn ich jetzt hier schon vom Pferd absteige. Dann, weiß ich, das Stealth-Ding hier hat ja so mittelmäßig bislang bei mir geklappt. Okay. You ain't welcome here, Mister. Move along. Hab ich mich schon wieder gesehen, oder was? Back off now, before I put a hole in your skull. God damn it! Das gibt's doch nicht. Geiler Slide. Ich kenn mal wieder hier auf dem Monitor fast nix. Zeig dich. Oh. Erstmal looten. Man auch einfach so machen können, dass wenn er drüber läuft, dass er die Sachen einfach reinsammelt oder so. Ist auch nur Munition für meine Knarre, aber es ist keine neue Knarre dabei. Beziehungsweise. Ja.
So. Jetzt. Da ist ja noch einer. It's not here. That lion sack of shit. Ja, der Irish mich wohl reingelegt. Der hat mich hier auf ein Himmelfahrtskommando gesendet. Hey, Pferd. So. Das war ja wohl nix. Wo ist jetzt Irish? Hab ich doch eben noch auf der Map irgendwo gesehen. Da, Alter. Völlig am Arsch der Welt jetzt. Den suche ich direkt mal auf. Tja, das war ganz schön sinnlos. Hier, so wie ich das sehe. Wie seht ihr das? Der John Marston ist auch so echt so ein gutgläubiger Typ. Ich würde schon fast sagen, ein bisschen naiv. Kann doch gar nicht sein, ey. Peng, peng! Howdy, Partner! Iha! So, wo ist denn hier die Straße? Da. Sich ans Navi hält, da hätte man auch einfach mal Luftlinie reiten können durch die Prärie, aber ist egal. Kaktus. Karius und Kaktus. Was ist der Johnny da eigentlich vor mir? Ey, Achtung, Kutscher. Bring die gestohlene Kutsche zum Besitzer zurück? Welche gestohlene Kutsche? Und was mache ich denn jetzt hier? Was ist da lang? Die Musik ist schon ganz schön geil, muss ich sagen. Dass sie damals schon Navis hatten, hätte ich auch nicht gedacht. Richtig gutes GPS hier, das Spiel. Ach, come on! Die denn da? Benedict Pass, okay. Gap-Tooth Ridge. Ja, auch echt alles gleich aus. Hier war ich ja auch schon 100 Mal, glaube ich. An der Stelle hier. So, Irish. Das findest du wohl lustig, was? Wollen wir mal sehen, was er jetzt zu sagen hat. Das hat er einfach im Gefühl gehabt, John Marston, dass er da sitzt, ne? Get away from me. Right here. Where's that machine gun, Irish? Oh, Mr. Marston. I found you one. Found us one, Irish. We're in this together. You,
me and an assault on Fort Mercer. I'm the guy that saved you from getting killed back there, and who you owe your life to, remember? Not really. Happens to me all the time. You don't want it to happen to you again, do you, Irish? No, friend. I wants to buy you a drink. I wants to tell you how much you means to me, how special he is. And I want to tell you that if you don't produce a Gatling gun within the hour, you'll wish you'd been killed back there. It's the whiskey, sir. It gives me the memory of a newborn babe, as innocent as can be. And it makes me violently angry. Shall we go look for that gun, sir? Yes. Let's do that. Come on, Dad. We'll find your precious gun. Na komm. So, dann nach dieser Zwischensequenz folge ich einfach mal wieder Irish auf dem Pferd. Wahrscheinlich labern die wieder ein bisschen. Oh, I love me faithless Flora, the lily of the west. You're not gonna pass out on me, are you, Irish? Me? Sie werden mir nicht aus den Latschen kippen. Or at least somewhere stuck between fair and meddling. Well, das ist schon der dritte Säufer, den ich in diesem Spiel treffe. So war das damals im Wilden Westen. If there's any more confusion, I'll finish what your friends in Armadillo started. Jesus, you're an impatient bastard, aren't you? Where's the gun, Irish? I hear some miners been blabbing about a machine gun they found. Apparently, they got it stashed up at Gaptooth Breach. What do miners want with a machine gun? Shoot it at somebody, I suppose. Or sell it. I don't know. Never been down a mine in all my life. Sounds real fishy to me, Irish. I've just about had it with you and your gang. You and Wes Dickens are so crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews. Maybe if you was more cordial with folks, they might be better inclined to help you. I saved your life, and you repaid me by lying, nearly getting me killed. Not far now, Johnny. We should go around the side of Gaptooth so the miners don't see us coming. I still don't know what miners would want with a machine gun. Miners are always fighty bastards. Spend too long without daylight and doxies, and it starts playing with your mind. I never heard so much shit come out of one mouth. Only telling you what I heard. Oh, and we'll need a wagon or something to get it out of there. That gun's heavier than sin. So how was I supposed to move it by myself last time? Two-faced little bastard. Yeah. Here we are. Let's stop here a moment to get a lie of the land. Okay, also er meint, irgendwelche Minenarbeiter sind da und haben die Machine Gun, die wir suchen. Warum auch immer. The entrance is plain to see, and there's a shaft them bastards use to haul out heavy ore. We, I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon. I'll meet you at the mouth of the mine shaft, and Irish, I strongly advise you don't run off this time. Ich sag's ja, naiv. You must be lost, cowboy. This is private property. Open fire! Wieso macht er denn nicht der? Nicht Dead Eye gemacht. You're trespassing. State your business or move along. Da duckt er sich. Und da dreht er sich um. Mach kein Dead Eye. Was ist denn da jetzt los? Wieso kann ich denn jetzt nicht diese Zeitlupenfunktion machen? Oh, was ist denn jetzt wieder los hier? You must be lost, cowboy. This is private. Ich verstehe das nicht.
Ja, zurücksehen, Dead Eye. Property. Starte Dead Eye und ziehe das Fadenkreuz über die beiden Wachen. Ich würde gerne Dead Eye starten. Intruder! Jetzt geht's. Ich verstehe es nicht. Warum ging's eben nicht, ey? Ist egal. Jetzt ging's. Na warte, Leichenplünder natürlich. Wer sein Geld beim Pokern verballert, der muss eben ein bisschen fleißiger sein. Du hast das Schatzsucher-Outfit entdeckt. Damit kann ich mich hier quasi... Gentleman-Bekleidung, keine Ahnung. Boller-Zwillinge, Schatzsucher-Outfit. Outfits kannst du im Lager oder Versteck wechseln. Tja. Das sieht aber auch nicht so aus, als ob ich es wirklich hätte. Tja. Das ist jetzt wenig hilfreich. Was mache ich wieder falsch? Irgendwo mache ich doch schon wieder was falsch. Es kann nicht sein, dass ich jetzt wieder zurück irgendwo in irgendein Versteck reiten soll. Outfits kannst du im Lager verstecken. Aber da habe ich habe ja auch gar. Wieso steht da oben, ich habe es und hier wird es mir aber dann doch nicht angezeigt? Und wo wäre ein Versteck? Was wäre denn ein Versteck? Guck mal, wo ich bin hier. Da ist das Ziel. Tja. Egal, ich baller einfach alle um. Kann ich hier einfach hochklettern? Da wird schon wieder auf mich geschossen hier. Ja, ja, das sind aber viele rote Punkte jetzt. Geil, das Fadenkreuz war auf dem dahinter, aber den davor habe ich weggeknallt. Ab welchem Level gibt es denn hier die Sniper-Rifle? Und wieso wird es denn jetzt außerdem dunkel, so dass ich noch schlechter sehe, als ich eh hier schon sehe? Jetzt ist das ist wirklich also ganz schlecht mit der mit dem Licht jetzt hier. Nee, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Spiegelt sich der komplette Monitor. Erstmal gucken, wie das hier so. Nur John Marston hat die Ruhe weg, um mitten im Shootout einfach noch zu looten.
Geh doch. Ich sehe nichts. Wirklich, Leute. Wenn ihr es mir nicht glaubt, ich sehe wirklich ganz wenig. Also, eigentlich nichts. Keine Chance. Wieso wird es jetzt dunkel, ey? Ich sehe auf diesem verkackten Bildschirm, bei der Beleuchtung sehe ich einfach nichts. Ist unmöglich. Plus, die Typen sind auch noch dunkel. Ist doch gescripteter Shit, ist das doch das jetzt. Guck dir mal den Himmel an. Okay, ja, ist ein bisschen bewölkt. Das ist doch Quatsch. Open fire! Let's see what you got. Du hast das Schatzsucher-Outfit entdeckt. Ja, was heißt denn entdeckt? Das heißt, okay, ich weiß jetzt, wie es aussieht, aber das heißt noch nicht, dass ich es nutzen kann. Verstehe ich das richtig? Dafür müsste ich erst... Durchsuche Silence Dead, absolviere den Auftrag Kalifornien einer fremden Person, mache Profit mit Blackjack im Ratskeller Fork, fange einen Schatzsucher lebend und kassiere Kopfgeld, hebe das Versteck der Gaptooth Breach Bande aus, kaufe beim Schneider in Thief's Landing ein. Ja, okay, das kann einfach nicht richtig sein für diese Mission hier. Das ist ja das halbe Spiel durchspielen. Fängt es natürlich wieder an zu regnen und wird dunkel. Oh. Punkt. Wo ist er? Stop doing that! Vielleicht jetzt nicht der beste Ort zu looten. Auf der anderen Seite, wer so souverän an der Knarre ist, der kann auch einfach nochmal. Ich habe es nämlich geschafft, bevor es dunkel wird, alle abzuknallen. Das war nämlich super gut. Hier in das Gebäude rein. Kann man hier überhaupt rein? Ja, geil. Ich mich hier hinlegen. Bisschen chillen. Ist gar nichts oder was? Das ist irgendwie so schade, dass das hier irgendwie... Ich würde so gerne ein bisschen hier mal looten und ein geiles Schwert finden oder so. Ja, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas Geiles drin. Guck mal hier. Mega Loot. Nichts. Gar nichts. Ich kann nicht mal den scheiß Schlafsack mitnehmen. Das ist einfach nichts. Diese Tür ist auch eine Attrappe. Ja, schade. Ja, kann man nichts machen. Schaufel. Na gut,
It's not that kind of game. Gehen wir da mal in die Mine rein. Suchen nach im Mineninneren. Nach der Gatling Gun. Also ich meine, John Marston hat auch einfach das Glück, dass er im Gegensatz zu all seinen Gegnern ein, zwei Schüsse einfach aushält. Und wie Wolverine wieder verheilt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist ein großer Vorteil in dem ganzen Cowboy-Business. Das Glück hat hier offensichtlich nicht jeder. Okay, ich sehe gerade, wir müssen Pause machen. Ich höre Stimmen. Ich mache kurz Pause. Leute, gleich nach der Werbung werden wir das Mineninnere weiter erforschen, die Gatling Gun holen und noch viele lustige Abenteuer erleben. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Bis gleich.